Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schlechte Spiele gut bewerten. In der letzten Folge haben wir reingeguckt in einem wunderschönen Spiel. Ihr seht schon hier auf dem Thumbnail, ist Creme de la Creme. Halt auf zu lachen. 800 Kommentare, sowas wie von Josephine Malta 319. Also ganz ehrlich, dafür, dass es kostenlos ist, ist es besser als Gollum oder komm, Thomas die Legende. Ja, ey, macht weiter so. Drückt den Like-Knopf und verdammt nochmal, wenn ich noch einen Zuschauer da draußen sehe, der nicht abonniert hat, hier ist der Knopf. Wer jetzt drauf drückt, kriegt von mir eine Luxusvilla geschenkt. Schaut mal, wenn ihr jetzt abonniert. Boom, Villa. Da ein paar Möwen fliegen oben da lang. Wir haben boom, übel den See dort hinten, wo ihr hingucken könnt. Und was ist das? Bruce Willis? Hallo, ich bin Bruce Willis. Nee. Das ist einfach euer Nachbar. Freunde, das alles könnt ihr bekommen, wenn ihr jetzt abonniert. Wer dieses Format nicht kennt, schaut in die Beschreibung, checkt die letzten Folgen aus. In diesem Format, meine Damen und Herren, geht es darum, ein wirklich schlecht bewertetes Spiel auf Steam zu finden, das zu spielen und als einzige Challenge ins Video mitzunehmen, am Ende eine positive Bewertung zu schreiben. Und ich sag euch, wie es ist, meine Damen und Herren, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Ich habe heute ein Spiel mitgebracht, meine Damen und Herren, welches sich nennt Better Late Than Dead. Ein Spiel, wovon wahrscheinlich noch niemand von euch gehört hat. Ich auch noch nicht. Aber mein Team und ich, wir haben uns hingesetzt und haben dieses Spiel gefunden. Es ist am 3. März 2016 rausgekommen, hat 605 größtenteils negative Bewertungen gesammelt und ist auf den ersten Blick ein Survival-Game. Ein Freund hat mir dieses Spiel geschenkt. Wir sind nicht länger Freunde. Naja, so schlecht ist es nicht. Das Deinstallieren klappt wunderbar. Besser niemals als jemals. Beschiss. Ne? Gib mir mein Geld zurück. Du Stück Scheiße. Warte, was? Der Bree hat 1172 Stunden in diesem Spiel. No fucking way. Gut. Ey, falls euch noch gute Gründe einfallen, warum man dieses Spiel spielen sollte, dann schreibt doch eine positive Bewertung für euch gerne selber in die Kommentare. Wir lesen alles durch. 1,19 Euro immerhin. Im Angebot gekauft. So, und da sind wir auch schon. Wir gehen einfach mal rein. Ich drücke auf Allein überleben, neues Spiel, Abfahrt. Achso, ich habe auch keine Ahnung, wer ich bin, wa? Ja! Ich bin irgendwo gestrandet in einem Holzsarg auf hoher See an einem Strand. Das ist die Story. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ich weiß nur, ich will weg. Klassiker. Bin das ich? Oh mein Gott, ich will alles zerstören hier. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, soll ich jetzt hier... Was soll ich machen? Wollen wir erstmal... Komm, wir erkunden erstmal. Wir schauen uns das Ganze erstmal an und gucken. Ach, ist das geil. Guck mal, wie er springt. Wie schön. Yeet. Okay, also das Spiel funktioniert so. Ich laufe durch die Gegend. Ich kann dann Rechtsklick gedrückt halten und dann habe ich hier dieses Auge. Und mit diesem Auge kann ich dann manuell... Grüße an Manuel. Hey Manu, ich soll dich schon von Sebastian grüßen. Schöne Grüße zurück. Guck mal, wenn ich jetzt dann so gucke, kann ich hier auf die Tasche gehen. Und dann kann ich so... Ja, ist das kacke gemacht. So, ich habe jetzt mein Inventar hier. Guck mal. Das ist mein Inventar. Ich kann hier Sachen herstellen. Ich weiß nur nicht genau, wie. Eine Animation fürs Essen und so gibt's auch nicht, aber entspannt euch. Kann ich hier irgendwas pflücken? Kann ich irgendwelche Gräser sammeln? Was soll ich tun? Ich kann den Baum berühren. Hä? Hier vorne sind Hütten. F to lock on your target. Welches Target denn? Er hat hier irgendwas im Visier. I need a key. Okay, was ist das hier?
Oh ja! Okay, ich kann jetzt Leute umbringen. Oder Tiere. Ist das klasse. Ah, hier kann ich schlafen. Ist hier vielleicht ein Schlüssel drin? Oh! Oh! Oh mein Gott, das hat geklappt. Was ist das? Feuerzeug. Geil. Wenn du das hier liest, bin ich vielleicht schon tot. Falls nicht, schau mal hinter dir. Haha, nur Spaß. Okay. Nee, wir folgen jetzt einfach mal wir folgen dem Wind. Was ist passiert? Habe ich mir gerade den Knöchel verstaucht? Was soll ich machen? Bandage. Ach so, jetzt geht's. Ach, na klar. Nach der ganzen Zeit. Boah, ist das eine Scheiße. Ey, zum Glück habe ich Knabemals. Okay, ich glaube, ich gehe hier in eins von den Betten und schlafe. So, ich würde halt schon gerne wissen, was ich denn jetzt zu tun habe. Soll ich jetzt irgendwie hier rüber schwimmen? Okay, komm, wir machen das mal. Yeet. Habt ihr Spaß? Warte mal, sterbe ich gerade? Und jetzt? Wo spawn ich jetzt? Spawn ich überhaupt neu? Warte mal, wenn man stirbt, ist der Spielstand einfach gone? Oh mein Gott, der Spielstand ist einfach weg. Wieso habe ich jetzt ein T-Shirt? Und es regnet. Was bin ich spielend? Man versteht auch einfach sein eigenes Wort nicht mehr jetzt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Bro, wo... Bitte, gib mir dein Fleisch. Das hat gar keine Laufanimation. Bitte, bleib stehen. Ich brauche dein Fleisch. Okay, kann ich's pflücken? Bitte, hilf mir. Ich brauche ein Stück von deinem Arm oder so. Bitte. Bitte lass mich nicht speisen. Ich habe mir eigentlich so ein bisschen mental, bevor ich in die Aufnahme gegangen bin, als Ziel gesetzt, dass ich eigentlich gerne ein Haus mit einer Veranda haben möchte. Okay, pass auf. Wir setzen uns als Ziel. Wuff, Fifi, bleib mal hinter mir. Fifi, bitte, lass mich mal kurz in Ruhe. Digga, was ist das denn für eine Toilette? Das ist doch nicht normal. Okay, aber ich muss jetzt dringend Essen finden. Muss ich jetzt hier an den Bäumen... Na komm, lass uns mal hier hoch, Schatzi. Brauch halt gleich Wasser, ansonsten ertrinke ich. Ansonsten, ne, ihr wisst schon. Das kann ich töten. Ein Erpel! Den Erpel! Scheiße! Komm zurück, bitte. Kann ich ihn nicht einfach greifen, auf den Boden schlagen oder so? Mann, ey. Ich sterb doch jetzt schon wieder, Mann. Und nur, weil ich keinen Durst bekomme. Nur, weil ich nichts zu trinken finde. So rum. Meine Ausdauer ist auch so im Arsch, ne? Ich sehe nichts mehr. Bitte, ich hab so einen Durst, die... Ich sterbe. Ich brauch was zu trinken. Bitte. Oh, hier ist nichts. Alter Schlüssel, den stecke ich dir gleich quer in deinen Arsch. Was soll das überhaupt heißen? Besser spät als tot. Hä? Jetzt habe ich wieder kein T-Shirt an. Es ist so dämlich. Es ist so laut, ey, Mann. So. Oh, nee. Ich bin einen Meter gesprungen, bitte. Oh Mann, ey, so ein Scheiß. Kann mir bitte jemand sagen, wie man an Holz kommt? So die Basics? Was soll ich machen? Ich kann mit dem hier nicht gegenschlagen, das bringt gar nichts. Soll ich jetzt versuchen, eine Axt zu finden, oder? Koya, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du gerade Spaß? Yippie. Wo soll ich hin? Hier liegt eine Axt. Oh mein fucking Gott. Hier liegt eine fucking Axt auf dem Boden. Ich bin gerettet. Okay, jetzt darf ich nur nicht verdursten. So, was kann ich jetzt hier machen? Ich kann jetzt hier gegen Bäume schlagen, right? Warte mal, kann ich nur gegen diese Bäume dort hauen? Oh! Hä, aber warum ist denn da so eine Animation, dass er sich wehtut? Hä? Warte mal, heißt das, ich kann mit meinem Messer die Dinger schon abbauen? Was ist denn das für eine Holzhack-Animation?
Heißt das, ich kann hiermit jetzt schon Holz hacken? Wenn das so ist, dann raste ich aus. No fucking way. Das ist so dämlich. Okay, lass mich bitte jetzt einfach Wasser finden. Wir sind kurz davor, unsere erste Hütte zu bauen. Ach, schon wieder Kleidungsfetzen. Ich glaube, ich stecke die mir bald in den Arsch, damit ich sie nicht in meinem Rucksack tragen muss. So, ein bisschen durch das Dach kann ich auch durchgucken. Das ist schön. Guck mal. Ui. Schmerzmittel. Feuerzeug. Und nochmal Öl. Also ich habe jetzt wirklich innerhalb von 10 Minuten nur dieselben Items gefunden. Das gibt's doch nicht. Ich werde hier langsam richtig wahnsinnig, Mann. Gebt mir doch wenigstens die Basics, wenn ihr wollt, dass die Leute euer Spiel spielen. Wasser, bitte. Noch ein Feuerzeug. Noch ein Messer. Noch ein Feuerzeug. Guck dir das Inventar an! Ich bin jetzt durch diese Häuser hier durchgegangen. Ich habe nichts, und ich wiederhole nochmal für alle da draußen, ich habe nichts Sinnvolles gefunden. Ich fasse das alles. Ja, guck mal, hier muss doch was drin sein. In diesem riesigen Haus. Achso, man kommt da gar nicht hoch. Was? Ich bin der Überzeugung, dass dieses Spiel auch gar nicht spielbar ist. Du kannst hier nichts machen. Eine Ewigkeit später. Was liegt da? Sind das Wasserflaschen? Oh mein Gott, das sind Wasserflaschen. Fuck yeah. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir jetzt schon was herstellen können. Wir können tatsächlich schon anfangen mit dem Hausbau. Guck mal, die verarbeiten wir weiter zu Seilen. So, jetzt geht's rund, Freunde. Pass mal auf. Jetzt. Geil, 3 Seile. Cue the epic crafting Musik, Kolja. Abfahrt. Digga, man muss auch alles einzeln machen, ne? Das ist so scheiße. Ich brauche jetzt tatsächlich mehr von dem Holz. Ich habe gerade mega viel Spaß. Leute, lacht mit mir gemeinsam. Oh, man muss alles einzeln machen, ne? Okay, wollen wir erstmal gucken. Wir wollen eine Tür, einen Boden, ein Fenster und 2 Wände. Ich glaube, das ist fair. Ich will wirklich gerne nach Hause. Warte mal, das ist der Boden? Das ist der Boden? Digga, das wird ein Dixi-Klo. Weißt du, wie lange ich gerade gehasselt habe für das, was wir jetzt hier machen? Das ist ja schrecklich. Was sind das für blaue Dinger? Warum geht das nicht? Das ist doch... Ich kann die Hütte nicht bauen. Building House. Okay. Ja, er macht die Platte. Oh, man braucht so Eckdinger. Wait. Okay, ist fixable. Okay, davon brauchen wir 4. Durch den Regen, ein Mann. Wie ein wahrer Held. Der ist einfach geplatzt, let's go. Ich platz auch gleich, bin ich ehrlich. Ding, 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 boom, bang, bang. Boom, bang, pang. Also, Freunde, pass auf. 2, 3, 4. Dann machen wir die Tür Richtung Wasser. So, Fenster machen wir hier rechts hin. Boom, bang. Und jetzt pass auf. Hey, ich habe noch nie so ein beschissenes Aufbaugame gesehen. Alles an diesem Spiel ist so unglaublich übel. Also was zum Teufel? Es gibt eine Anzahl von irgendwie 6 Items, wovon 80% Feuerzeuge sind. Es gibt eine Axt, die nach 5 Bäumen kaputt geht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich als nächstes hin muss für die Axt, damit ich die reparieren kann. Das Messer findet man 16 Mal, aber Wasser und Essen, ja, da musst du selber gucken, wo es ist. Immerhin stirbt man das nicht. Ja, perfekt. Ey, ist okay. No fucking way. Warte mal, ist jetzt mein Spielstand gone? Woran bin ich gestorben, Junge? Ohne Scheiß. Und dann investiert man Stunde um Stunde in dieses Spiel und hat irgendwann eine kleine Dixi-Klo-Kiste gebaut. Und dann stirbt man wegen was auch immer, ey. Ich kann wirklich ums Verrecken nicht verstehen, welche Person auf dieser Welt diesem Spiel wirklich 1000 Stunden widmet und eine positive Bewertung schreibt. Ich sag euch eins, wir werden's tun.
guckt euch das an. Da gibt's Aesthetic Screenshots von und so eine Scheiße für dieses Game. Als ob das ein ernsthafter Entwickler war. Guten Abend, Mond. Doppelpunkt, Klammer zu. Ich habe mir eben dieses Spiel einmal genauer angeguckt und muss sagen, dass ich positiv überrascht bin. Nicht nur bietet dieses Spiel eine Open World, sie verführt einen zudem auch noch in stilvoll minimalistisch geprägte Hausschaften. Ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung, ist mir egal. Cool, ja, google mal. So kümmern sie sich um ihr eigenes Hausschaf. Hä? Hier einmal eine Reihe von positiven Eigenschaften von lieber spät als tot. Karibische Atmosphäre. Ein kleiner Preis von etwas über einem Groschen. Eine ausgeprägte Tierwelt. Hausbau-simulationswürdige Baumechanics. Leicht schwerer Survival-Aspekt, welcher einen an seine Zockergrenzen, so nenne ich sie gerne, bringt. Unterschiedliche Spawns, in Klammern 2, Doppelpunkt. Oh, man kann schwimmen. Schöne Natur, kann man mal schreiben. Oh, man kann sich ein Bein brechen. OMG. Keine Ablenkung durch interessante Orte und Gegner und Items und Spielspaß und tollem Gameplay. Alles in einem finde ich, dass das Spiel hier viel Potenzial hat, das nächste Hype-Game zu werden. Ich kann die negativen Bewertungen nicht nachvollziehen. Liebe Grüße, euer Sterzig. Kommentare würde ich erlauben, Rezension veröffentlichen. Positiv bewertet, Freunde. Ich glaube, Challenge geschafft. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr ein Spiel habt, welches super viele negative Bewertungen hat, nicht nur irgendwie so 5 oder 12 oder 3 oder 4, sondern wirklich so ein paar hundert negative Bewertungen, dann schickt uns das doch gerne in den Kommentaren. Geht auf meinen Discord, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Da dürft ihr auch Spiele vorschlagen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe einen Trick vorbereitet noch. Oh, festhalten muss ich mich. Tschüss! Whee! Koya, bitte schneid weg. Bitte.